Magnifizenzen, Spektabilitäten, Professoris, Studiosi und Alumni, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Hohe Festversammlung. Herzlich willkommen zur Graduierungsfeier 2019 der Handelshochschule Leipzig, HHL Leipzig Graduate School of Management. Soeben hörten wir zunächst das Stück »Ich halte treulich still« von Johann Sebastian Bach, vorgetragen vom Tenor Martin Petzold. Darauf folgte das Stück »Sag, welch wunderbare Träume« von Richard Wagner, gesungen von der Mezzosopranistin Katrin Göring und am Flügel begleitet von Ugo D'Arazio. Diesen musikalischen Einstieg, wie auch die weiteren musikalischen Beiträge und Höhepunkte des heutigen Tages, wurden dieses Jahr mit viel Bedacht für diesen Anlass von der Oper Leipzig ausgewählt. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie wissen, dass beide Komponisten, Johann Sebastian Bach und Richard Wagner, eine enge Beziehung zu Leipzig hatten. Und wir erleben es auch immer wieder, dass Menschen, die von woanders nach Leipzig kommen und wieder Abschied nehmen, dass diese Menschen ein Stück von Leipzig in ihrem Herzen tragen. Wir nehmen heute Abschied von über 200 Studierenden, die aus 65 Ländern nach Leipzig gekommen sind. Und wir verabschieden Sie heute in einen neuen Lebensabschnitt. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr uns und die Stadt weiter in eurem Herzen tragen werdet. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir euch weiter verbunden bleiben. Wir werden uns wiedersehen auf einem der fast wöchentlichen Alumni-Treffen irgendwo in Deutschland oder auf der Welt, auf unserem jährlichen Homecoming, das zum Beispiel nächste Woche stattfindet, oder vielleicht sogar auch hier in Leipzig auf dem Wochenmarkt oder im Rosenthal. Denn nicht wenige Absolventen entscheiden sich dafür, in Leipzig, in Sachsen zu bleiben, hier eine Karriere zu bauen, eine Familie zu starten oder ein Unternehmen zu gründen. Und das ist das Tolle an dieser, unserer Handelshochschule Leipzig, an dieser Stadt, an Sachsen. Wir sind für viele Menschen nicht nur ein Ort, an dem man kommt, um einen kleinen Teil seines Lebens zu verbringen, um hier einen Schritt in der Karriere zu gehen. Unsere Studenten verbringen einen wichtigen, einen intensiven, einen prägenden Abschnitt ihres Lebens bei uns. Und wir sind daher stolz, dass sie uns auch über diesen Tag hinaus verbunden bleiben. Sehr geehrte Damen und Herren, die diesjährige Graduierungsfeier ist zweifelsohne auch eine ganz besondere. Wir feiern nicht nur die Graduierung des Jahrgangs 2019, sondern wir werden auch eine Ehrendoktorwürde an Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel verleihen. Diesem Ereignis gibt die Oper Leipzig einen äußerst festlichen Rahmen. Der Intendant und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig, Professor Ulf Schirmer, wird heute sogar ganz persönlich das Gewandhausorchester für uns leiten. Lieber Herr Professor Schirmer, es ist ein großartiges Geschenk an die HHL, dass die Oper Leipzig uns willkommen heißt und diesen fantastischen musikalischen Rahmen für uns inszeniert. Und ich glaube, das ist schon ein Applaus an dieser Stelle wert. An dieser Stelle ist es an mir, mich auch zu bedanken bei den Musikern des Gewandhausorchesters. Sie haben ihre Probenpläne angepasst, um diesen Festakt mit einer musikalischen Darbietung zu begleiten, die besser nicht sein kann. Und das an diesem Tag, an dem Sie auch noch die offizielle Eröffnung der Saison im Gewandhaus bestreiten. Großer Dank gebührt den Mitarbeitern der Oper Leipzig, die hinter den Kulissen mit vollen Kräften daran gearbeitet haben, uns eine solch wunderbare Feier zu ermöglichen. Und hier möchte ich stellvertretend nur den Verwaltungsdirektor Ulrich Jagels und den Marketingdirektor Uwe Müller nennen. Und natürlich bedanke ich mich auch bei den zahlreichen helfenden Händen aus unserer HHL, die wirklich seit vielen Monaten und wirklich unermüdlich, heute Nacht kamen im Stundentakt E-Mails noch rein mit letzten Änderungen, die beitragen diese Festversammlung für Sie, für euch, für uns alle zu einem Denk- und erinnerungswürdigen Ereignis zu machen. Herzlichen Dank an euch, Max, Carmen, Verena, Petra, Katrin und. Ich kann sie gar nicht alle nennen, sie haben sie gesehen, wie sie auch heute uns schon beim Einlass und bei der ersten Organisation geholfen haben. Ihr seid ein Leuchtturm für die innere Verbundenheit an der HHL. Sehr verehrte Damen und Herren,
Es ist uns eine ganz besondere Freude, heute wieder eine Vielzahl von Ehrengästen begrüßen zu dürfen. Ich begrüße herzlich als Vertreterin des Freistaats Sachsen die für uns auch zuständige Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst in Sachsen, Frau Dr. Eva-Maria Stange. Und ich begrüße auch ganz herzlich einen Wegbegleiter der allerersten Stunde, Herrn Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf, der wegweisend war in der Gründung der HHL vor über 25 Jahren inzwischen. Als weiteren Ministerpräsidenten begrüße ich auch Herrn Georg Milbrath. Ich kann Ihren Beitrag zur Entwicklung der HHL und die Unterstützung, die Sie uns in den letzten Jahren haben zukommen lassen, nicht hoch genug wertschätzen. Auch als Vorstand der HHL-Stiftung unterstützen Sie seit Langem gemeinsam mit Herrn Professor Penninghoff und Gerd Roberts die Geschicke der HHL. Und auch dafür danke ich Ihnen ganz herzlich und freue mich auf den weiteren Verlauf des Tages. Später werden wir noch, Sie wundern sich vielleicht, warum hier noch einige Plätze frei sind, wir werden später noch Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßen, ihre Laudatorin, Frau Christine Lagarde und unseren amtierenden Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Sie werden nach einem kurzen Umbau später zu uns stoßen. Für die Mitglieder des Sächsischen Parlaments grüße ich aber besonders herzlich den Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Herrn Dirk Panther. Herr Panther, schön, dass Sie auch bei uns sein können. Und an dieser Stelle eine kurze Regieanweisung. Ich kriege schon nervöse Hinweise, dass ich mich kurz halten muss. Ich würde gerne jeden begrüßen und wir klatschen am Ende für alle gemeinsam. Sonst komme ich hinterher raus in Probleme. Auch wenn jeder den Applaus verdient hat. Leipzig, ich hatte es schon erwähnt, ist eine Stadt, die uns allen ans Herz gewachsen ist. Und deswegen grüße ich auch besonders als Vertreter der Stadt Leipzig den Bürgermeister und Beigeordneten Herrn Ulrich Hörnig. Und für die zahlreichen Gäste aus der regionalen und überregionalen Wirtschaft nur stellvertretend Frau Dr. Ingrid Hengster von der KfW-Bank und Herrn Bodo Rodestock von der VNG hier in Leipzig. Für die Vertreter der Wirtschaftsverbände begrüße ich Herrn Dietrich Enk, seines Zeichens Präsident des Unternehmerverbandes Sachsens, und für die Wissenschaft vertreten Ihre Magnifizenz Professorin Gesine Grande. Schön, dass auch Sie heute bei diesem akademischen Festakt bei uns sind. Wir dürfen auch den Staatsminister Professor, wo ist er? Andreas Pinkwart nicht vergessen, der heute aus Nordrhein-Westfalen zu uns gekommen ist, wo er, nachdem er Altrektor war und nach wie vor geschätztes Mitglied unserer Fakultät ist, zurückgekehrt ist. Schön, dass Sie nicht nur heute, sondern immer wieder auch kommen. Wir haben uns ja erst kürzlich getroffen bei einer weiteren akademischen Arbeit, wo wir einen Ihrer Promoventen nach Hause getragen haben, sozusagen. Ganz besonders begrüßen möchte ich unseren Ehrensenator und Altrektor, Herrn Professor Heribert Meffert, und seine liebe Frau. Schön, dass auch Sie wieder zu uns gekommen sind und vertretend für alle Gremien, die heute vertreten sind, aus Aufsichtsrat, Kuratorium, internationalem Beirat, unseren Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Tessen von Heidebreck und seine Gemahlin. Herr Dr. von Heidebreck beaufsichtigt uns seit einer Dekade, aber er beaufsichtigt nicht nur, sondern er steht jederzeit konstruktiv mit Rat und Tat zur Seite. Herzlich willkommen, schön, dass auch Sie heute wieder bei uns sind. Stellvertretend für die Mitglieder der Gesellschafter der HHL begrüße ich den Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, Herrn Christian Kirpal, der als Präsident der IHK zu Leipzig auch das Unternehmertum in Leipzig repräsentiert, was uns als HHL natürlich besonders am Herzen liegt. Stellvertretend für unsere internationalen Gäste und den diplomatischen Chor begrüße ich den Generalkonsul der Russischen Föderation in Leipzig, Herrn Andrei Jurewitsch Dronov, und vom Generalkonsulat der Vereinigten Staaten von Amerika in Leipzig, Frau Konsulin Emily Norris. Ebenso begrüße ich die Mitglieder des Senats und der Fakultät der HHL, wie auch die Mitglieder der Administration sowie die Studierenden und Alumni, die teilweise von weit her gereist sind. Annika, are you here? Annika took,
Annika hat den Weg aus Kansas City auf sich genommen. Letzte Woche noch eine kurze Nachricht bekommen, dass sie für diesen Tag heute nur den weiten Weg zu uns kommt und morgen schon wieder auf dem Rückweg ist. Sehr herzlich begrüßen möchte ich aber auch die Eltern, Verwandten, Lebenspartner und Freunde unserer diesjährigen Graduierenden. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Familien, seien Sie uns herzlich willkommen. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die Sie alle unseren Studenten gegeben haben. Denn nur durch Ihre Unterstützung ist es überhaupt möglich, dass wir uns heute hier zusammenfinden, um ein Studium erfolgreich zu beenden. Sie haben Ihre Lieben bei diesem anstrengenden, herausfordernden und doch so lohnenswerten Weg begleitet. Und dafür danke ich ganz persönlich, aber auch im Namen der HHL, Ihnen heute an dieser Stelle. Vor allem aber begrüße ich euch, liebe Absolventinnen und Absolventen. Herzlich willkommen zu dem für euch so wichtigen Tag hier in Leipzig, für diesen wichtigen Tag in eurem Leben. Wir HHLer sind sehr stolz auf die vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, zu denen ihr euch entwickelt habt und auf die Ideen und euren Einsatz, mit dem ihr geholfen habt, die HHL-Gemeinschaft, die HHL-Community zu gestalten. Liebe Absolventinnen und Absolventen, meine Damen und Herren, die Handelshochschule Leipzig, unsere HHL, ist eine universitäre Einrichtung, welche sich ganz besonders dem Thema Unternehmertum verschrieben hat. Der Stifterverband hat uns 4-mal in Folge als führende Gründeruniversität in Deutschland ausgezeichnet und mittlerweile zählen wir in Deutschland ca. 15 Unicorns und 5 davon, also Unternehmen, Startups, junge Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als 1 Milliarde Dollar, wurden von HHL-Absolventen gegründet. Das ist schon eine tolle Zahl. Vielmehr beeindruckt mich, dass unsere über 280 Gründungen über 25.000 Arbeitsplätze geschaffen haben, in Leipzig, in Sachsen, aber auch international. Wir schaffen als Handelshochschule Leipzig derzeit einen weiteren Raum, um den Gründergeist noch mehr zu beleben. Mit unseren Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik arbeiten wir daran, einen Raum zu schaffen, in dem unsere Fakultät gemeinsam an Unternehmertum und Innovation forschen kann, daraus Handlungsempfehlungen für die Wirtschaft ableitet und diese auch den Studenten im Studium vermittelt. Wir schaffen einen Raum, in dem Gründer und Mittelständler zusammenkommen können, in dem sich Betriebswirte und ITler in Businessplan-Seminaren, in Hackathons, in Startup-Weekends und anderen Formaten kennenlernen und miteinander arbeiten und wenn sie gründen, auch noch über unseren HHL-Inkubator unterstützt werden. Wir nennen diesen Raum Digital Space und ich freue mich darauf, Ihnen und euch schon bald mehr darüber berichten zu dürfen. Und viele Studenten sind schon auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, hättet ihr das nicht früher machen können? Na, jetzt sind wir ja gleich weg. Aber da auch die Botschaft an euch, ihr seid herzlich willkommen, auch nach der Graduierung zu uns zu kommen. Wenn ihr Unternehmen gründen wollt, wenn ihr eine Idee ausprobieren wollt, kommt zurück, kommt hierher und wir heißen euch herzlich willkommen in unserem Digital Space. Liebe Eltern, liebe Angehörige, liebe Festgemeinde, vielleicht fragen Sie sich, was Ihre Lieben bei uns eigentlich gelernt haben. Nicht jeder will ein Unternehmen gründen. Nicht jeder fühlt sich berufen, die Welt zu verändern. Aber das ist für uns auch absolut in Ordnung. Uns geht es um die Geisteshaltung, die Einstellung. Uns geht es darum, dass unsere Studierenden eine positive Einstellung zu ganzheitlichem Denken entwickeln. Wir möchten, dass sie mental flexibel bleiben. Wir möchten, dass sie ihre Entscheidungen vor ihrem eigenen Wertesystem hinterfragen und gegenprüfen. Und wir versuchen, unseren Studierenden zu vermitteln, dass ihre Entscheidungen nicht nur Auswirkungen auf kurzfristige betriebswirtschaftliche Kennziffern haben, sondern auch auf das langfristige Wohlergehen von Organisationen, von unserer Umwelt und von unserer Gesellschaft. Unternehmertum steht also nicht allein im Fokus an der Handelshochschule Leipzig, sondern wir befassen uns von Anbeginn an schon mit Themen der Langfristigkeit und der Nachhaltigkeit. Und bei solchen Themen steht auch immer der Mensch im Vordergrund. Und im Hintergrund müssen wir uns bewusst werden,
dass Ideen, analytische Entscheidungen nicht ausreichen, sondern dass wir Menschen und Organisationen auch anleiten müssen. Wir müssen sie führen. Wir müssen die Chancen und Möglichkeiten, die wir identifizieren, heben und in die Realität übertragen. Deswegen befassen wir uns an der HHL auch mit Führung, mit Führungsansätzen und mit Führungsentscheidungen. Wir haben gemeinschaftlich als Fakultät in 2016 ein eigenes Führungsmodell vorgestellt. Denn wir glauben fest daran, dass man über gute Führung sprechen muss und dass man auch ohne erhobenen Zeigefinger über ein Diskussionsmodell dazu beitragen kann, über gute Führung zu reden und ja, auch gute Führung zu lernen. Liebe Graduierende, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir gleich zur feierlichen Übergabe der Zeugnisse kommen, möchten wir auch drei unserer Studierenden besonders ehren. Dies ist zum einen der diesjährige Träger des DAAD-Preises, sowie, und hiermit möchte ich dann gleich beginnen, der Schmalenbach Scholar 2019 und den Preisträger des AMG-Marketingpreises. Mit dem Titel Schmalenbach Scholar zeichnet die Handelshochschule Leipzig in jedem Jahr anlässlich der Graduierung denjenigen oder diejenigen ihrer Studierenden aus, die neben ihren ganz hervorragenden akademischen Leistungen sich auch in vielfacher Hinsicht in die akademische Selbstverwaltung der HHL bzw. in das studentische Leben auf dem Campus eingebracht haben. Wir möchten nicht nur akademische Exzellenz, wir hoffen, dass sich unsere Studierenden in ihrer Persönlichkeit bei uns weiterentwickeln und dass sie sich als Mensch weiterentwickeln. Dotiert ist der Preis mit 1.000 Euro, die uns dankenswerterweise von der Gesellschaft der Freunde der HHL zur Verfügung gestellt wurden. Den beiden Vorsitzenden des Vorstands der Gesellschaft der Freunde, die heute hier sind, Herrn Dr. Burkhard Eimer und Herrn Steffen Zoller, darf ich an dieser Stelle herzlich danken. Die Gründe für die Wahl des diesjährigen Preisträgers lassen sich in drei wichtige Themen aufteilen. Erstens hat er schon früh während seines Studiums herausragendes Commitment zur HHL und zu unserer Community gezeigt. Er war zudem sehr aktiv bei den außerkurrikularen Aktivitäten engagiert, indem er zum Beispiel zweimal das studentische Fußballturnier, die European Ivy League, mitorganisiert hat. Jetzt ahnen einige schon, wer es ist. Und schließlich hat er stets ein vorbildliches Verhalten während seiner Studienzeit an der HHL gezeigt und war Klassensprecher seiner Klasse und seines Jahrgangs. Die HHL, Leipzig Graduate School of Management, freut sich sehr, in diesem Jahr und gemeinsam mit der Gesellschaft der Freunde der HHL den Absolventen Raphael Asamer in den Kreis der Schmalenbach Scholars aufnehmen zu können. Bitte begrüßen Sie mit mir Raphael Asamer. Fall. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für deinen ganzen Einsatz. Und hier hast du. Bitte schön. So. Nun möchten wir gern den Marketingpreis der Akademischen Marketinggesellschaft e.V. verleihen, der in diesem Jahr zum 12. Mal vergeben wird. Ich möchte dazu den Geschäftsführer der Akademischen Marketinggesellschaft, Herrn Damian Hesse, zu mir bitten, mit dem ich die Auszeichnung gemeinsam überreichen möchte. Mit der jährlichen Verleihung trägt der gemeinnützige Verein seinem Ziel Rechnung, Forschung und Lehre am Deutschen Postlehrstuhl für Marketing von meinem Kollegen Professor Manfred Kirch-Georg zu fördern und zu unterstützen. Der mit 500 Euro von Springer Gabler mitfinanzierte Preis wird an den herausragendsten Marketingstudenten eines Jahrgangs vergeben. In diesem Jahr freue ich mich, den Preis an Jan Duda zu verleihen. Jan hat das Preiskomitee in allen Evaluierungsbereichen überzeugt. Seine Noten sind mit einem Durchschnitt, ich glaube, das kann man hier sagen, von 1,3 außerordentlich gut. Er hat sich außerhalb der Hochschule beispielsweise auch sehr stark im Venture Capital Club der Handelshochschule Leipzig engagiert.
Wertvolle praktische Erfahrungen im Marketing hat er auch als Mitgründer und Marketingchef in dem Gastronomie-Startup Krona gesammelt. Und heute baut er seine Erfahrungen als Berater bei der Boston Consulting Group aus. Lieber Jan, herzlichen Glückwunsch. Damian. Abschließend kommen wir zur feierlichen Verleihung des diesjährigen DAAD-Preises für die hervorragende Leistungen ausländischer Studierender. Deutschland hat 3 Millionen Studierende an 400 Universitäten und Fachhochschulen. Darunter sind ca. 400.000 ausländische Studenten. Für diese stellt der DAAD 200 Preise jährlich zur Verfügung, um die besten ausländischen Studenten zu würdigen. Verbunden mit der Urkunde ist eine finanzielle Anerkennung in Höhe von 1.000 Euro vom deutschen Außenministerium. Und es erfüllt mich mit besonderem Stolz als Rektor einer universitären Hochschule, die sich Weltoffenheit und Internationalität auf ihre Fahnen geschrieben hat, dass eine dieser wenigen Preisträger, eine dieser 200 aus 400.000, erneut von der HAL kommt. Für die Verleihung bitte ich unseren Direktor für internationale Beziehungen, Herrn Frank Hoffmann, zu mir auf die Bühne, der wie in jedem Jahr über die Auszeichnung wacht. Lieber Frank. Bitte gratulieren Sie mit mir gemeinsam der Preisträgerin des Jahres 2019 an der Handelshochschule Leipzig, Frau Maria Fernanda Hernandez aus El Salvador. Congratulations. Thank you. So, this week, after this, come, come in the middle. Here, this is for you. Great, congrats, great achievement. Thank you. Oh, and the money is handed over in cash. Let's do a picture of how he's handing over the cash. Yes! Und bevor wir nun zum eigentlichen Kern dieses Tages kommen, lassen Sie mich Ihnen, liebe Festgemeinde, auch noch ein Feedback der Studierenden zukommen. Wenn wir schon gerade dabei sind, herausragende Menschen zu würdigen. Jedes Jahr haben wir unsere Absolventen danach gefragt, welche Mitglieder der HAL, welcher Mensch aus Fakultät und Administration einen besonders bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Wer hat sich besonders hervorgetan? Wer hat noch das Quäntchen mehr eingebracht für die Studierenden, input for the students, in addition to what we do at HHL every day. So we asked our graduates, who in your time at our university, who was the best lecturer at HHL? Who was the best guest lecturer at HHL? And we asked them, who among our colleagues from administration was particularly committed to their work? And ladies and gentlemen, dear graduates, I'm pleased to read out the names that you selected. Bedanken Sie sich mit mir gemeinsam und applaudieren Sie mit uns für die folgenden drei Personen, to the three people that do not have to come up to the stage. Dennoch bitte ich euch, nonetheless, I would like to ask you to briefly raise from your seats so we can all see you. Dear Junior Professor Dr. Eric Meyer as the best lecturer of the year 2019.
Lieber Professor Harald Hungenberg, as the best guest lecturer of the year 2019. Und sie weiß es noch nicht, sie versteckt sich gerade im Off. And she doesn't know it yet, she's hiding behind the scene. Dear Katrin Schmager. Als herausragendste Persönlichkeit aus der Administration. Liebe Festgemeinde, lassen Sie uns nun zum wichtigsten Teil des Tages für Sie kommen, der Verleihung der Zeugnisse. Und hierfür darf ich für die Vertreter der Studienabteilung zu mir auf die Bühne bitten. Die HHL hat ihr Bestes getan, um euch, liebe Absolventinnen und Absolventen, auf eure Karrieren und auf euer Leben vorzubereiten. Die Vertreter der Studienabteilung werden nun klassenweise ein kurzes Grußwort an ihre Klassen richten. Of classes briefly and then call out the graduates by name. We've rehearsed that yesterday. And I would like to ask you to come to the stage from the right side. You will then receive your certificate and then we'll have a short congratulatory round and then you can leave the stage again. Here we go. Mein Name ist Annemarie Bergmann. Ich bin innerhalb der Studienabteilung für den Fulltime MBA Programm. To me, this is a special moment because just like the graduating MBA class last September, I had my first day at HHL. It was certainly, I was certainly not the only one to be excited on that day. So I'm all the more pleased to be able to share today's event with the current class. So M19, please line up on the right along the door. The International MBA program in general management with development in order to form people that are responsible and who think entrepreneurially and to prepare them for the challenges of the 21st century. It's mainly for young professionals for a first degree that is not in economic subjects and with academic knowledge from technology and finances, engineering and medicine. This year has about 7 years of working experience. Depending on the program structure, it takes about 15 to 20 months, this study course. In the first phase, the focus is always on the directive modules, and according to their personal interests, the students were able to decide for more in-depth modules in the second phase. Year M19. Certainly, what counts is the student consulting project, an entrepreneurial internship, or a stay at our personal, at our partner universities, were certainly among the highlights. And for some, the journey is not over yet, for some of you. And so we're not saying finally goodbye to you, but we would like to give you the opportunity to celebrate your graduation that is going to come up soon. The international togetherness is what distinguishes you most. 92% are from abroad, indeed. And 15 nations are represented altogether, from Brazil through Egypt, the Lebanon, India, to the Philippines and Taiwan. And I'm delighted to present to you the future graduates of MB 2019, and I wish you all the best for your personal and professional future. Those were the different languages represented here, where she repeated the greetings in. Alejandro Ayalde Angel, Anirban Banerjee. I make her pronounce Christine the names. Christine Bannister. Karen Belido Ayala. Ankur Bhatia. Thomas Chambers. Chao Rong Chen. Julia Dopf. Philipp Frey. Ilana Harrison.
Maria Fernanda Hernandez, Gerion Hörter, Mingjing Huang, Arjun Jayarajan, Rishi Kachgaonkar, Kushakra Kamani, Aman Khan, Tanha Le, Antrong Nguyen Le, Utkash Moore, Debaditya Mukherjee, Radina Nedeva, Mijemti Nguyen, Jay Nirvan, Jaime Thomas Orachon, Jonas Pinhammer, Shika Porwal, Xiaoxi Chen, Mong Chin, Aditya Raghuvanshi, Kumar Ranjit, Flavio Rosenthal de Sousa Gomez, Priyanka Zen, Durgendra Bratap Singh, Aravindan Sukumar, Sherif Adel Tafik, Anurag Tiwari, Pranita Upadhyay, Tyson Kiliwako, Dagong Yang und Mustafa Siade. Guten Morgen. Mein Name Good ist morning. Lukas name Kriebel is Lukas Krebel and I'm representing my colleague Miriam Bilke today, Student Affairs Manager of Full-Time Master of Science and Management with HAL. As Miriam cannot be here, unfortunately, I would like to give a few nice words on the way of our graduates on her part. I'm delighted to give a solemn farewell to MSc 17 and MSc 18 classes. Would you please line up already as you just saw at the store. The full-time program allows an in-depth training in the knowledge of business management that people acquired in bachelors already. People were not only mastering basic and elective modules, but also student consulting projects where they could make use of their aptitudes they acquired and they could concentrate on strategy, marketing management and finances in their elective modules. Dear students, you started your study course Spring 2017. Aus Ländern wie Deutschland, Indien, China und Pakistan stammen, konntet ihr gegenseitig von euren unterschiedlichen Erfahrungen und vielseitigen Kenntnissen profitieren. Ihr habt viel ausprobiert, Mut gezeigt, euch entwickelt und entfaltet und seid mit Sicherheit auch mal an eure Grenzen gestoßen. Ihr könnt sehr stolz auf das sein, was ihr in den letzten Jahren geleistet habt. Es hat mich gefreut, euch in diesem wichtigen Lebensabschnitt begleitet zu haben. Und ich wünsche euch für euren weiteren beruflichen und akademischen Weg alles Gute. Ich bitte nun folgende Absolventinnen und Absolventen auf die Bühne. I would like to ask the following students or graduates, future graduates, to come to the stage now. I'll let him pronounce the names. Pooja Agarwal, Runyun Bian, Clemens Böld, Jan Duda,
Muhammad Yasir Qureshi, Oliver T. McGarman, Gorang Verma, Daniel Wieblishauser und Viktor Johann Winkler. Liebe MSC 18, jetzt möchte ich euch bitten, aufzustehen und schon mal Stellung zu beziehen. Im Rahmen des zweijährigen Studiums werden theoretisches Wissen und wertvolle praktische Erfahrungen verknüpft und die Studierenden eignen sich Führungskompetenzen an. Ein Auslandsaufenthalt an einer unserer über 130 renommierten Partneruniversitäten sowie Praktika in internationalen Unternehmen trugen ebenfalls zur exzellenten Ausbildung an der HHL bei. Ein Studium an der HHL, Deutschlands Gründerhochschule Nummer 1, hatten die Studierenden ebenfalls viel Zeit und Raum zur Verfügung, um eigene Geschäftsideen zu verfolgen und sich als Gründer zu versuchen. Dieser einzigartige unternehmerische Geist spiegelt sich auch im täglichen Miteinander der Studenten, Professoren und Mitarbeiter wider. Liebe Absolventinnen und Absolventen, ihr seid 35 Masterstudierende aus Deutschland, Österreich, Norwegen, Italien, Tschechien und China und habt euer Studium im Herbst 2017 aufgenommen. Jetzt befindet ihr euch teilweise noch in den letzten Zügen eurer Abschlussarbeit. Hinter euch liegen wertvolle Erfahrungen, die ihr in Praktika, eurem Auslandsaufenthalt und der Zeit an der HHL gesammelt habt. Mit dem an der HHL erworbenen Wissen und den vertieften wirtschaftswissenschaftlichen Fähigkeiten habt ihr nun unter anderem die Chance, in Unternehmensberatung oder Wirtschaftsprüfungen tätig zu werden, euer eigenes erfolgreiches Startup ins Leben zu rufen oder eure akademische Laufbahn im Rahmen einer Promotion fortzusetzen. Mit dem Abschluss der HHL stehen euch jetzt viele Türen offen. Und ich hoffe, ihr könnt mit Freude auf die letzten zwei Jahre zurückblicken. Für eure Zukunft wünsche ich euch ebenfalls alles Gute und viel Erfolg auf dem Weg, für den ihr euch entscheidet. Ich bitte nun auf die Bühne. Hendrik Achilles, Jonas Hagen Angelsen, Nikolaus Angster, Raphael Assamer, Elton Bursuk, Lukas Costantino, Lukas Trappela, Luca Farion, Giacomo Faniulo, Yu-Yu Hao, Anne-Christine Haupthoff, Christian Hennes, Daniel Kanaan, Christian Reimer Kersting, Bernhard Krumm, Niklas Lindemann, Marc Lorenz, Christiane Lüderitz, Tim Luke, Tai Nguyen, Marc Pischel, Philipp Radomski, Tim Christopher Niklas Rauch, Sophie Reitspieß, Lukas Rosiepe, Maximilian Rudolf, Luis Schaal, Frederik Schiffmann, Lisa Tietz, Jill Tönsmann, Benedikt Tostmann und Christian von Schönberg.
Name ist Dorothee Fleischer. Ich durfte als Student Affairs Manager des Part-Time MSc-Programms die 60 Graduierenden während ihrer Zeit an der HAL von der Bewerbung über die Immatrikulation bis zur Graduierung begleiten. Liebe Absolventinnen und Absolventen der PMSC 8, stellt euch nun rechts entlang den Türen auf. Das 24 bis 33 monatige berufsbegleitende MSc-Programm im Management wurde für junge Berufstätige mit einem ersten wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss entwickelt. Die Studenten haben die Möglichkeit, an den Studienorten Leipzig, Köln und München zu studieren. An 16 Wochenenden am gewählten Standort sowie während 4 Präsenzwochen in Leipzig können die Studenten von internationaler Fakultät und Gastdozenten aus den Bereichen Betriebs- und Volkswirtschaftslehre lernen sowie vom Erfahrungsschatz der Kommilitonen profitieren. Die Graduierenden mit einem Durchschnittsalter von 26 und einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 4,5 Jahren arbeiten unter anderem in der Finanzbranche, der Automobilindustrie, Untersuchungswesen, in der Informationstechnologie. Mehrere Studenten haben die Möglichkeit genutzt, ein freiwilliges Auslandssemester an einer unserer internationalen Partneruniversitäten zu absolvieren. Einer unserer Firmenpartner hat uns folgende Rückmeldung zu unserem Part-Time-MSc-Programm gegeben. Alle Teilnehmer unserer jährlichen Feedback-Umfrage würden sich erneut für das Studienprogramm der HAL entscheiden. Vielen Dank für Ihre stabil hochwertige Leistung. Liebe Graduierenden der PMSc 8, ich bitte euch nun, dem Aufruf folgend nach vorne. Simon Axthammer. And she is calling the names of the people to appear on stage. Jelaine Berry. Kim Lauser. Timo Buck. Tobias Ulst. Jan Hendrik Degner. Max Dingermann. Katharina Dinsen. Christian Dominka. Erhard Haltmeier. Janina Hegewald. David Heinz. Benedikt Jakob. Philipp Kahle. Leo Kempkes. Lukas Kern. Lena Kisselbach. Lisa Kohlrusch. Malte Lücker. Dominik Meyer. Katharina Mertin. Niklas Matthias. Yannick Merkle. Salvatore Mezzasama. Angela Mitteldorf. Quirin Müller. Shin Pai. Yannick Petersen. Janina Pfleiderer-Stellbogen. Jonas Quade. Angelique Rathmann. Anja Ried. Julia Riedel. Marissa Rohls. Fabian Busteberg. Yannick Rüther. Christopher Saalberg. Henrik Paul Philipp Sanders. Christopher Schmiedel. Christian Schöppel. Marcel Seeflut. Alexandra Speth. Liv Roxanne Thürer. Tobias Tillmann. Delia Vossen. Britta Waldmann. Kirsten Weiß. Julian Armin Linus Weller. Und Moritz Wiegmann.
Mein Name ist Tina Schütze vom Programmmanagement der HAL und ich habe die letzten zwei Jahre unter anderem das Part-Time MBA und Global Executive MBA Programm betreut. Ich vertrete heute. Ich vertrete heute Lena Maria Engele, die die Studierenden beider Programme seitens der Studienabteilung betreut hat. Aufgrund von Krankheit kann Lena heute leider nicht anwesend sein. Sie hätte natürlich gerne in die freudigen Gesichter geschaut, die sie einen Teil des Weges an der HAL begleiten durfte. Daher richte ich ihre herzlichen Grüße aus und freue mich nun, ihre Worte an die Graduierenden vortragen zu dürfen. Ich bitte jetzt die P13 und P13C, sich rechts entlang der Türen aufzustellen. Der Karriere und dem Leben eine neue Richtung geben, über den Tellerrand hinausschauen und einzigartige Erfahrungen sammeln. Das waren mit Sicherheit einige Gründe, weshalb sich über fast zwei Jahre hinweg unsere 42 Part-Time-MBA-Studierende einmal im Monat für ein intensives Kurswochenende in Leipzig oder Köln zusammenfanden. Dabei lag der HAL besonders am Herzen, eine praxisnahe Förderung des unternehmerischen Denkens und Handelns in unserer volatilen Welt zu gewährleisten. Somit richtete sich das Hauptaugenmerk des Studiums auf einen innovativen und integrierten Ansatz bei der Entwicklung von Unternehmertum und Leadership-Kompetenzen. Das Part-Time-MBA-Studium lebt aber natürlich nicht nur von den Vorlesungen, sondern vor allem vom gegenseitigen Wissens- und Erfahrungsaustausch. Durch die fachlichen Kompetenzen, die ihr liebe Studierende aus beispielsweise der Automobil- und Luftfahrtindustrie, der Logistik oder aus dem Marketing- und Human-Resource-Bereich mitbrachtet, entstanden ungeahnte Synergien und außergewöhnliche Projekte, vor denen ihr sicherlich noch lange zehren werdet. Beruf, Studium und Privatleben unter einen Hut zu bekommen, stellt ihr gewiss manchmal eine Herausforderung dar. Dennoch habt ihr aktiv die Gelegenheit ergriffen, alle Vorteile der HAL zu nutzen, um somit euer fachliches Wissen zu erweitern, als auch euer berufliches und privates Netzwerk zu vergrößern. Ich freue mich nun, Ihnen die Absolventinnen und Absolventen des Part-Time-MBA-Programms in General Management 2019 vorstellen zu dürfen. Dazu bitte ich nach vorne. Sarah Marlene Abein. Jakob Altheier. Nina Ascheron-Polte, Refik Bicirovic, Sarah Berger, Jonas Breuer, Anna Braun, Sarah Brezle, Javier Codina Sala, Julien Demoustier, Deepak Gupta, Tim Julian Heckendorf, Madeleine Hippe, Thomas Janka, Ellen Kapdenov, Sarah Kempf, Fabian Klatt, Martin Klatt, Ralf Kolosche, Ariane Korn, Danny Kratt, Tim Matschkowski, Jonas Möslein, Eugene Möllers, Claudia Moreno-Bitrago, Dr. Abdallah Motal, Robert Münch, Philipp Neidert, Franziska Neubert, Anchi Fenn, Fabian Reichert, Maike Scheel, Nicole Schubert, Diana Seidel, Helen Stör, Lisa Teicher, Fabian van Lanker, Alexis von Rade und Junpei Wu.
Ich bitte nun die GEMBA 6 Graduierenden, sich rechts entlang der Türen aufzustellen. Ich freue mich sehr auf unseren diesjährigen Abschlussjahrgang des Global Executive MBAs, welcher in Kooperation mit EADA Business School in Barcelona durchgeführt wurde, willkommen zu heißen. Wenn 23 Teilnehmer aus 16 Nationen aufeinandertreffen, gepaart mit einer fundierten Berufs- sowie Führungserfahrung von durchschnittlich 11 Jahren und einem großen Wissensdurst, dann wird jede Präsenzwoche zu einem unvergesslichen Erlebnis. Insgesamt 6-mal wurde entweder in Barcelona oder Leipzig gelehrt und gelernt, diskutiert und gelacht oder manchmal auch bei hochsommerlichen Temperaturen geschwitzt. Jede der Wochen verlangte viel von unseren Studierenden an. Doch der Spaß kam nie zu kurz. Vor allem die Freundschaften, die sich im Laufe der Zeit entwickelten, werden euch mit Sicherheit noch lange begleiten. Die EADA und HAL haben es sich zur Aufgabe gemacht, einerseits die Managementkarriere und Führungskompetenzen weiterzuentwickeln und andererseits auch auf die Arbeit in einem wettbewerbsintensiven und globalisierten Geschäftsumfeld vorzubereiten. Hierzu besuchten die GEMBA 6-Studierende Module in China, Indien oder Brasilien. Neben Vorlesungen und Unternehmensbesuchen lernten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen insbesondere auch die lokale Kultur kennen. Ich freue mich nun, ein paar Vertreter und Vertreterinnen des diesjährigen Jahrgangs auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Dazu bitte ich nach vorn. Dr. Mord Almeklaffen. The following persons: Elise Krupitz, Halil Kossak, Rebecca Schuster, Oleg Sinn und Robert Sucher. Hello again. Ich habe mich ja bereits vorgestellt und wenn ich nicht gerade Kolleginnen vertrete, dann betreue ich in der Studienabteilung des Promotionsprogramms der HHL. Und liebe Promovierte, ich möchte schon mal bitten, aufzustehen und Position zu beziehen. Das berufsbegleitende Doktorandenprogramm zeichnet sich besonders durch die flexible Struktur, ein vielfältiges Kursprogramm und die individuelle Forschung und Betreuung aus. In Vorlesungen, Seminaren, Kolloquien und Summer Meetings haben die Promovierenden die Möglichkeit, Methoden zu erlernen und Kompetenzen zu erwerben, die sie für ihre jeweiligen Forschungsvorhaben einsetzen können. Nach dem erfolgreichen Abschluss bietet sich eine Vielfalt an Karrieremöglichkeiten, sei es eine akademische Laufbahn oder eine herausfordernde Position. Liebe Promovierte, die meisten von euch durfte ich die gesamten 3 Jahre eurer Promotionszeit begleiten, einige auch etwas länger. Vom ersten Spaziergang über den Campus, über diverse Planungsgespräche bis hin zu nervösen Anrufen, kurz vor der Disputation, ich nenne keine Namen, abseits eurer akademischen Leistung habt ihr es geschafft, den Job, die Dissertation, Promotionskurse und bei vielen auch eine Familie unter einen Hut zu bringen. Freizeit lasse ich hier aus. Daher möchte ich euch heute beglückwünschen, dass ihr die Herausforderung einer berufsbegleitenden Promotion nicht nur angenommen, sondern auch erfolgreich gemeistert habt. Und ich bitte nun die folgenden Promovierten nach vorne. Anne Bero. James Downs. Elisa Maria Entschef. Andreas Fröhlich. Tobias Gutmann. Nils Hertel.
Sarah Könemann. Cornelius Maas. Patrick Möbius. Miriam Rösler. Markus Saber. Max Schosser. Jens Stach. Marcel Christian Thiemann. Und Veni Joe. Sie haben es vielleicht schon mitgekriegt, unser lieber Rektor muss jetzt die neuen Gäste begrüßen. Deswegen werde ich wieder mal einen fremden Text präsentieren heute. Stellen Sie sich bitte also jetzt die Stimme von Stefan Stubner vor. Ich versuche, möglichst nahe zu bleiben. Meine sehr geehrte Damen und Herren, liebe Absolventen, natürlich ist eine solche Graduierung auch immer eine Gelegenheit für euch, um auf die Jahre eures Studiums zurückzublicken. Solche Rückblicke, das weiß man etwa von der Schule, übernehmen in der Regel die Lehrer, da man sich ja nicht immer sicher sein kann, was die Schüler in Gegenwart der Eltern so alles berichten. Hier an der HHL übernehmen diese Rückblicke seit jeher die Studierenden bzw. die Alumni selbst. Und dies hat im Besonderen drei Gründe. Zum einen, wie bereits angesprochen, ist es schon Tradition. Zum anderen wollen wir auch, dass die Studierenden selbst Gelegenheit haben, über ihre ganz eigenen Erfahrungen zu berichten. Und schließlich sind Sie, liebe Graduierende, unsere besten Botschafter. Heute und in den vielen kommenden Jahren. Ich darf nun die beiden Redner der Absolventen auf die Bühne bitten. Frau Sarah Marlene Abay aus dem Partner MBA-Programm und Herr Raphael Assamer aus dem Fulltime-MBC-Programm. Liebe Hochschulleitung, liebe Professorinnen, liebe Professoren, liebe Eltern, Familien, Freundinnen und Freunde, liebe Alumni und Ehrengäste und natürlich ganz besonders liebe Graduates der Klasse von 2019. Heute ist nicht nur irgendein Tag, heute ist der eine Tag, auf den alle von uns hingearbeitet haben. Der Tag, der nicht nur das Ende eines alten Abschnitts markiert, sondern auch den Beginn eines neuen Abschnitts markiert. Mit dem Ende unserer Studienzeit an der HHL geht für viele auch eine lange Ausbildungszeit zu Ende. Ganz nach dem Motto, wer Großes bauen will, sollte sich mit dem Bau des Fundaments ordentlich Zeit lassen, sind wir nach diesen Jahren nun exzellent auf das Berufsleben vorbereitet. Bereits 2005 hat es einen Künstler gegeben, der den Weg an der HHL oder die Ausbildung an der HHL ziemlich genau beschrieben hat. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Er sollte Recht behalten. Viel Energie, viele Nerven sind diesem Weg zum Opfer gefallen. Aber war es das wert? Absolut. Diese zwei intensiven Jahre sind bei mir in drei Phasen abgelaufen. Phase 1 war meiner Meinung nach das Zusammenkommen. Man fühlt sich wieder so ein bisschen, als man den Sprung von der Grundschule auf das Gymnasium geschafft hat. Ist selbst der unerfahrene Neuling, man hat vor allem Respekt und ist sich eigentlich gar nicht sicher, was man hier macht. Aber gerade hier hat die HHL einen ausgezeichneten Job gemacht, weil es das erste gemeinsame Bier an einem Feierabend während der Introduction Weeks oder die Teambuilding-Session im Academic House, wo viele von uns gesehen haben, dass 20 Alpha-Tiere noch kein automatisches Erfolgszeichen dafür sind, dass man das auch schafft, oder das Team-Quiz während der Introduction Weeks, oder die Enrollment-Ceremony, oder die Bootcamp-Erfahrung während Strategic Problem-Solving and Communication, wo aus dem Overnight-Assignment ein All-Night-Assignment wurde. Kein Schlaf, erste Anzeichen von Augenringen und die Ungewissheit, wie eine Präsentation an der HHL verlaufen wird, waren Anzeichen, dass wir in Leipzig und speziell an der angekommen sind. Somit war das Zusammenkommen tatsächlich auch der Beginn eines schweren und steinigen Weges. Damit man sich
in einen neuen Lebensabschnitt immer wieder erinnern wird, muss auf das Zusammenkommen, auf das Zusammenbleiben folgen. So viele einzelne Ereignisse, wie in die erste Phase hineingepasst hätten, hätte es kein einziges Spezifisches gegeben, was die zweite Phase wirklich genau beschreibt. Nach dem Zusammenkommen gab es einen fließenden Übergang von diesem neuen Umfeld in den Alltag. Mit jedem Tag fühlte sich die HHL wie ein Zweitwohnsitz, gemessen an den Stunden, die wir eigentlich an der Uni verbracht haben, eher wieder Hauptwohnsitz an. Die Study Rooms im Academic House wurden immer öfter als Relaxation Rooms verwendet. Die Sitzsäcke waren einfach zu angenehm und aus einem Powernap wurde manchmal auch in eineinhalb Stunden Schlaf. Die Schmalenbach Lecture Hall kannte genau zwei Zustände, das waren die Eishölle und die Sauna. Und obwohl wir hier so viele kluge Studenten an der Uni haben, wir haben es in den zwei Jahren nicht geschafft, dass auch nur einer verstanden hat, wie dieses Ding funktioniert. Dazu kam, dass wir uns in den ersten dreieinhalb Monaten bei der Professorenschaft den Ruf erarbeitet haben, die kompetitivste HHL-Klasse aller Zeiten zu sein. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das positiv oder negativ gemeint war. Haben wir uns jeden Tag zu neuen Höchstleistungen angesprochen? Ja, auf jeden Fall. Denn schon Madonna meinte, es sei Zeitverschwendung, nur etwas Mittelmäßiges zu machen. Hat das hier und da zu etwas Stress geführt? Vermutlich auch, ja. Aber gab es deswegen weniger Zusammenhalt und Freundschaften als zu Beginn? Auf gar keinen Fall. Und trotz all der Herausforderungen und schlaflosen Nächte habe ich in meinem Jahrgang gleichgesinnte und gleichverrückte Personen gefunden. Und als nach den ersten Ferien alle ihren Weg zurückfanden, war für mich klar, dass wir nach dem Studium auch alle zusammen das Studium zusammen beenden werden. Und dann ging es los. Alle haben sich ins Ausland verstreut, die Praktika begannen. Und nach neun intensiven Monaten, wo wir alle in alle Himmelsrichtungen verstreut waren, ging es zuerst bei den einen wieder ins Praktikum, bei den anderen das erste Mal. Und dabei führten die Wege nicht nur nach Europa, sondern bis in die letzten Winkel unseres Planeten. Was aber eben auch für die HHL bezeichnet ist, ist die Verbindung zu den Studienkollegen, a.k.a. Freunden, die einfach nicht abgerissen ist. An dieser Stelle ist jetzt auch Zeit, dass ich mich bei einer ganz besonderen Person hier bedanke, nämlich dem besten Mitbewohner, den ich während dieser zwei Jahre hatte. Hendrik, du bist der anstrengendste und gleichzeitig entspannteste Mitbewohner, den ich mir für diese zwei Jahre wünschen hätte können. Und dann komme ich jetzt auch schon zum Ende. Es war auf einmal der letzte Term da, obwohl von einigen Jahrgängen gesagt wurde, letzte Term, die letzten drei, vier Monate nach dem Ausland super entspannt, macht euch keinen Stress mehr. Ich war fertig mit den Nerven. Und ich hoffe, dass jetzt knapp zwei Monate nach der letzten Vorlesung und nach der letzten Präsentation alle meine Studienkollegen wieder halbwegs bei Energie sind und wir werden den Tag heute noch ordentlich genießen. Die vergangenen zweieinhalb Jahre sind wie im Flug vergangen. Wir hatten eine tolle Zeit mit vielen inspirierenden Kursen, spannenden Diskussionen und der ein oder anderen Nacht mit hochprozentigen Genüssen und tiefgründigen Gesprächen. Aber vor allem eine Zeit, in der wir Freundschaften fürs Leben geschlossen haben. Wir haben in unserem Studium viel gelernt über Finanzen, Marketing und Strategie, aber auch über Leadership, Ethik und Gemeinschaftswohl, wo vor allem die letzten drei, Leadership, Ethik und Gemeinschaftswohl, für viel Diskussionsmaterial sorgten. Wir haben gelernt, dass der Blick für das Große und Ganze wichtig ist, um Zusammenhänge zu verstehen und dann richtige Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese nicht immer die angenehmsten sind. Wir haben gelernt, dass die Qualitäten eines Einzelnen wichtig sind und zum Erfolg signifikant beitragen können. Jedoch der größte Erfolg durch Teamarbeit erreicht wird, wo jeder Beteiligte seine Fachkenntnisse, persönlichen Stärken und Erfahrungen für das gemeinsame Ziel einbringen kann. Wir haben auch gelernt, dass so unterschiedlich die Charaktere in unseren Klassen sind, so unterschiedlich auch die Wahrnehmung von richtig und falsch und der Offenheit für Veränderungen sein kann. In unserer ersten Woche im März 2017 wurden wir gefragt, warum wir uns für das MBA-Studium an der HHL Leipzig entschieden hätten. Die Antwort eines Kommilitonen war, dass er die Entscheidungen und das Management seines Arbeitgebers besser verstehen möchte, um diese dann zu verbessern. Anstatt die erhofften Veränderungen herbeizuführen, erhielt das Unternehmen in diesem Jahr, Anfang des Jahres, die Kündigung des Kommilitonen, da das Unternehmen in seinen Augen noch nicht bereit war für Veränderungen und Weiterentwicklung. Dieses Beispiel verdeutlicht leider, dass auch wenn unser Studium die Theorien und die wichtigen Werkzeuge und Denkweisen auf den Weg geben, die Früchte unseres Wissens und Handelns nicht sofort sichtbar sein werden. Wir werden schon bald der Realität ausgesetzt sein, in der es
an uns liegt, die eigenen Werte und Moralansprüche festzuhalten und Entscheidungen nach unseren Maßstäben zu treffen, ohne uns dabei zu verbieten. Wie Marie von Ebner-Eschenbach schon sagte, sagen, was man denkt, ist manchmal die größte Torheit und manchmal die größte Kunst. Unser Studium hat uns zu leistungsfähigeren und verantwortungsbewussteren Führungspersönlichkeiten gemacht, die nun voller Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Vorfreude auf die bevorstehenden Herausforderungen blicken. Und deswegen lasst euch niemals von Vorgesetzten, die noch nicht bereit sind für Veränderungen, vom Weg abbringen. Geht zielstrebig euren Weg weiter und wendet das Gelernte nach bestem Wissen und Gewissen an, auch wenn dies nicht immer einfach sein mag und vielleicht auch erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Und liebe Unternehmer, aufgepasst, denn wir sind euer Albtraum. Wir sind Mitarbeiter, frisch von der Universität, jung, dynamisch und jetzt wissen wir alles besser. Your greatest nightmare. We're fresh from the university, we're young, dynamic, and we know it all better now. Liebe Eltern, Ehepartner, Lebenspartner, Freunde und Familien, an dieser Stelle möchte ich im Namen aller Absolventen der Class of 2019 ein großes Dankeschön an euch aussprechen. Ihr habt es uns durch Höhen und Tiefen des Studiums begleitet und wir verdanken es eurer unbegrenzten Unterstützung, dass wir heute hier stehen dürfen. Dankeschön. Wir sind nun Teil des weltweiten und beeindruckenden Alumni-Netzwerkes der HHL aus mehr als 2500 erfolgreichen Unternehmern, leitenden Führungskräften und hochkarätigen Experten, Männer wie Frauen. Damit sind wir auch weiterhin ein Teil der HHL-Familie, die als Plattform für Ideenaustausch, gegenseitige Unterstützung und lebenslanges Lernen auch weiter unseren Weg begleiten wird. Unsere diesjährige Graduation Ceremony der HHL steht unter dem Motto Leadership und passt mit den zwei erfolgreichen und beeindruckenden Powerfrauen Christine Lagarde und unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel wunderbar in die aktuelle Zeit, in der Diskussionen geprägt sind von Gleichstellung, Gleichberechtigung und Quoten, auch hier an der HHL. Christine Lagarde and our Christine Lagarde and our Federal Chancellor Angela Merkel very wonderfully fits our time. Da wir als Part-Time-MBA-Klasse P13 und P13C schon scherzeshalber als der geburtenstärkste Jahrgang der HHL gehandelt werden, was bei 13 Babys in zweieinhalb Jahren durchaus gerechtfertigt ist, möchte ich mit einem Beispiel aus unserer Klasse auch das Schlusswort verbinden. Ich möchte die Frauen aus meiner Klasse als Beispiel nehmen, die ihr Studium mit Ehrgeiz, Erfolg und Zielstrebigkeit durchgezogen haben, während sie nebenbei noch ihrem Job nachgingen und das Muttersein mit Bravour meisterten. Diese tollen Frauen möchte ich nicht als Beispiel für die Möglichkeit, Beruf und Familie zu vereinen nehmen, sondern vielmehr als Inspiration für uns alle, Männer wie Frauen, Mütter und Väter. Diese Frauen zeigen uns allen, dass wir alles schaffen können und uns alle Türen offen stehen, wenn wir nur wollen. Nun ist es an der Zeit, dass wir alle unseren Weg gehen, mit Freude, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit. Und ich freue mich schon auf all eure Geschichten bei einem Wiedersehen. Alles Gute und viel Erfolg. All the best on your way and lots of success. Nach rechts legen. And now move the tassels to the right.
Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, chère Madame Lagarde, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmer, liebe Absolventen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hohe Festversammlung. Den zweiten Teil unserer Graduierungsfeier und den Beginn der Verleihung der Ehrendoktorwürde eröffnete das Gewandhausorchester unter der Leitung des Generalmusikdirektors und Intendanten der Oper Leipzig, Herrn Professor Ulf Schirmer, mit der Ouvertüre Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner. Es ist kein Zufall, dass die Oper Leipzig und das Gewandhausorchester ein Stück von Richard Wagner als Ouvertüre gewählt haben. Wie Sie alle wissen, ist Frau Bundeskanzlerin Merkel bekennende Wagner-Liebhaberin. Ihr zu Ehren gilt nun auch dieser Teil der Graduierungsfeier. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, ich begrüße Sie im Namen der Handelshochschule Leipzig, HHL Leipzig Graduate School of Management, sehr herzlich und freue mich außerordentlich, dass Sie heute unserem Festtag beiwohnen. Die Ehre, die Laudatio zu diesem Anlass zu halten, gebührt einer weiteren international ausgewiesenen Persönlichkeit. Wir freuen uns sehr, dass Frau Christine Lagarde, geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds und designierte Präsidentin der Europäischen Zentralbank, heute bei uns ist, um aus ihrer sehr persönlichen Perspektive über das Leben und Wirken von Frau Merkel zu sprechen. Madame Lagarde, seien Sie uns aufs Herzlichste willkommen. Zuvor möchte ich aber den Ministerpräsidenten des Freistaats Sachsen, Michael Kretschmer, begrüßen und Sie bitten, zu mir auf die Bühne zu kommen, um einige Worte an die Festversammlung zu richten. Lieber Stubner, meine sehr verehrten Damen und Herren, hochverehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Madame Lagarde, ich freue mich, an so einem Tag hier bei Ihnen sein zu dürfen. Über 60 Nationen sind in diesem Raum. Was für ein beeindruckender Beweis für die Stärke, die Anziehungskraft, die wissenschaftliche Leistung dieser Handelshochschule Leipzig. Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg. Den haben Sie geschaffen, über so viele Jahre diese Hochschule immer weiter profiliert und vorangebracht. Der Freistaat Sachsen, und das darf ich auch im Namen von Frau Staatsministerin Stange, mein Gott, die letzten Tage waren doch zu viel. Also, liebe Frau Stange, wir haben immer uns zu dieser Hochschule bekannt. Uns war wichtig, dass diese wissenschaftliche, besondere wissenschaftliche Arbeit hier möglich ist. Wir empfinden sie als einen großen Vorteil für Sachsen, für Leipzig. Und deswegen haben wir in den vergangenen Jahren geholfen, dass diese Hochschule eine gute Entwicklung nimmt. Und wir werden auch in der Zukunft uns dafür engagieren. Ihr Vorschlag, eine eigene neue Fakultät für Digitalisierung einzurichten, unterstützen wir. Und wir wollen dafür sorgen, dass es sich auch realisiert. Die Handelshochschule. Sagt,
Sachsen und Leipzig, das ist ein Ort, wo Wissenschaft, wo internationaler Austausch gelebt werden soll. Wir wissen, dass unsere Heimat nur dann eine gute Zukunft hat, wenn sie weltoffen ist, wenn viele Menschen von außen hierher kommen, wenn sie modern und der Zukunft zugewandt ist. Dafür arbeiten wir auch in diesen Tagen. Herzlichen Dank all jenen, die sich auch ganz in ihrem eigenen Umfeld für diese Arbeit engagieren. Ich freue mich, dass die Frau Bundeskanzlerin diese Ehre heute hier erhält. Es würdigt die Hochschule, aber auch uns hier in Leipzig. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele wichtige Entscheidungen für dieses Land, für die Bundesrepublik Deutschland getroffen. Sie haben diesem Land gut getan. Ich bin dankbar für viele Begegnungen und viele Dinge, die wir gemeinsam tun konnten, gerade in den vergangenen 18 Monaten, in denen ich Ministerpräsident sein durfte, haben Sie ganz konkret, oft unmittelbar unterstützt, wenn es darum ging, etwas für die Sachsen, für die neuen Bundesländer zu erreichen. Dafür bin ich und die sächsische Staatsregierung Ihnen sehr dankbar. Ich freue mich mit Ihnen über diese Ehrenwürde, Ehrendoktorwürde. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Ganz lieben Dank, lieber Ministerpräsident, für die einleitenden Worte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit vielen Jahren schon beschäftigen wir uns an der Handelshochschule Leipzig in Forschung und Lehre mit den Ausprägungen guter Führung. Nicht zuletzt haben wir als Fakultät in 2016 gemeinsam ein eigenes Führungsmodell, das Leipziger Führungsmodell, entwickelt, mit dem wir zur Diskussion über gute Führung, ihren Dimensionen, Chancen und Spannungsfeldern beitragen. Dieses Modell haben wir durchgängig in unserer Lehre verankert und entwickeln es in stetigem Austausch mit Studierenden, Führungskräften und Organisationen weiter. Eine solche Weiterentwicklung profitiert immer von Impulsen, die von außen kommen. Vorbilder, eindeutige wie auch kontroverse Beispiele, Entscheidungen und ihre wahrgenommenen und tatsächlichen Auswirkungen und viele weitere Aspekte tragen dazu bei, gute Theorien zu besseren Theorien zu machen und damit am Ende auch Handlungsanleitungen für die Praxis zu entwickeln. Auch Frau Bundeskanzlerin, Angela Merkel hat mit ihrem Führungsstil über Jahrzehnte hinweg solche Impulse gegeben, die den wissenschaftlichen Diskurs über Führung nicht nur in Deutschland, sondern international vorangebracht hat. Die vier renommierten Gutachter, die um eine Expertise gebeten haben, bestätigen dies uneingeschränkt. Sie haben aus verschiedenen Perspektiven den Führungsstil und sich daraus ableitende Impulse von Frau Merkel wissenschaftlich bewertet und damit die Grundlage für die Verleihung einer Ehrendoktorwürde gegeben. Ich freue mich, dass alle vier Gutachter heute auch bei uns sein können. Frau Professor Dr. Barbara Kellerman von der Harvard Kennedy School, der Harvard University. Thank you very much for coming all the way from the US to Leipzig today. Ein Gutachten hat auch der Professor Dr. Dieter Frey geschrieben. Er ist Leiter des Center for Leadership and People Management an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seien auch Sie uns herzlich willkommen. Wir haben auch zwei interne Kollegen in der Fakultät gebeten, ein Gutachten zu schreiben. Hier möchte ich zunächst meinen lieben Kollegen Professor Dr. Timo Meinhardt, den Inhaber des Dr. Arendt Oetker Lehrstuhls für Wirtschaftspsychologie und Führung an der HHL, begrüßen und darüber hinaus meinen geschätzten Kollegen Professor Dr. Andreas Suchanek, Inhaber des Dr. Werner Jagstedt Lehrstuhls für Wirtschaft und Unternehmensethik der HHL. Schön, dass auch ihr beide heute bei uns seid. Ich bedanke mich bei Ihnen und euch für die umfassende wissenschaftliche Bewertung im Rahmen Ihres Gutachtens. Sehr geehrte Damen und Herren, Auszüge aus den Bewertungen aus dem Gutachten finden Sie im Programmheft. Die Gutachter hatten das freundlicherweise für Sie zusammengestellt, damit Sie auch noch ein bisschen mehr von dem Hintergrund unserer Entscheidung nachvollziehen können.
Diese Gutachten sind in die Erörterung und Entscheidung des Senats als höchstes akademisches Gremium der HHL eingeschlossen. Und ich freue mich, hohe Festversammlung, Ihnen mitteilen zu können, dass die Entscheidung des Senats einstimmig war. Und wir heute Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel den Grad des Doktors der Wirtschaftswissenschaften ehrenhalber der Handelshochschule Leipzig verleihen dürfen. Zu Beginn dieses Festaktes bitte ich nun aber die Laudatorin, Madame Christine Lagarde, auf die Bühne. So, ceremony, I'd like to ask the laudatory presenter, Madame Lagarde, to join us on stage for her address. So, this is the amount of German you will hear from me today. Dean, honored members of the faculty, Prime Minister, First Mayor, Professor, Doctor, Conductor Schirmer, the class of 2019 and your family members, and of course, my dear friend, Madame la Chancelière, dear Angela. Good morning. Guten Morgen is also what I can do. So, it is really a great pleasure and an honor for me to be here in Leipzig to honor Angela Merkel, who will soon be awarded the degree of Doctor Honoris Causa for her accomplishment in leadership. Now that, Mr. Dean, you had not warned me that special work had been done to evaluate the honorary beneficiary of that doctorate, but you asked me to identify the skills and the qualities and the expertise, so I hope I'm in line with the report. I hope. This is my first visit to Leipzig, and I have to say that I was amazed by the quality, the vibrancy, the youth, the light of a city that I had never seen, and which for me was associated with way back, more than 30 years ago. And that's where I want to start. Little would we have known 30 years ago, when the Berlin Wall came down, that a young woman from East Germany could become a four-term Chancellor of Germany and the longest serving leader of the whole of the European Union. Little would have known and would have predicted that Angela Merkel could become one of the most broadly influential and widely respected leaders of our times. And in many ways, of course, this is only part of her story. As one of her favorite philosophers, Karl Popper, once put it, "The future is wide open and depends on us, on all of us." So it is not surprising that when she was recently asked, Chancellor Merkel described her own future as being completely open. And the future for all of you graduates of the class of 2019 is also widely open. You come from 65 nations, and you can be proud of what you have achieved at HHL, Leipzig Graduate School of Management. So you will receive a much better speech for your graduation, but I would like to congratulate you and the whole class of 2019. Bravo. Now, there is something that surprises me about Leipzig. There must be something that you drink out of the water of Leipzig. There is something in the water. Just think of it. Leibniz, Goethe, Nietzsche, Wagner, Mendelssohn, and of course Angela Merkel. They were all drinking from that same deep well of academic excellence in this beautiful city. And you, the class of 2019,
this incredibly diverse group of future business leaders and entrepreneurs full of energy and creativity, you're about to step up in a world and maybe start your own businesses, because I know there's a lot of entrepreneurship in this city, in a world that has been largely shaped by the extraordinary leadership of Chancellor Merkel. She is an exceptional person, make no mistake. Surrounded by the sublime sounds of the Gewandhaus Orchestra in this magnificent opera house, we're also reminded of the fact that Angela Merkel is a music fan. I'm not sure that the overture that we heard is her favorite piece by Wagner. I'm actually told that Tristan and Isolde is probably one that she likes quite a lot too. Let me go back to a little bit of her life for those of you who would be guilty not to know about it. She was born in Hamburg, the daughter of a pastor and a teacher. She grew up in East Germany in the days of the communist government, and for her, family was an immense source of comfort. She once said, I quote, "No shadow has darkened my childhood." She was indeed a star student, particularly in math and Russian, and went on to study physics at Leipzig University. In time, she earned her PhD and worked as a research scientist in East Berlin, and she lived near the Berlin Wall. And she recently said that she had been walking home every day, feeling frustrated and despondent that the wall had limited her life. Now, all of that obviously changed overnight 30 years ago when the wall came down. And having spent the first 35 years of her life on one side of the divide, Angela Merkel embraced this wide open future in a united Germany. And as she put it, "I experienced firsthand how nothing has to stay the way it is. Anything that seems to be set in stone or inalterable can indeed change overnight." In December 1990, she won a seat in the Bundestag and her rise in politics began. Minister for Women and Youth, Minister for the Environment, Secretary General and later leader of the CDU, the Christian Democratic Union. In November 2005, she was elected in her first term as Chancellor of Germany. Now that was only one of many firsts. She became the first female German chancellor, the first to have grown up in East Germany, the youngest German chancellor since the Second World War, the first born after 1945, the first female leader of a German political party, and the first German chancellor with a background in natural sciences. Not bad when first come, right? And by breaking the mold in helping to modernize German society, Chancellor Merkel has actually inspired millions of women around the world. Millions. I'm a witness to that. I've seen it. I'm actually one of those inspired by her. Because when I was a junior minister in the government of Dominique de Villepin under Jacques Chirac leadership, she had just become chancellor for the first term. And when you're a young person starting whatever life, professional, political, otherwise, you just look up to others, see what they do, how they talk, how they behave. She was an inspiration to me. She was. She doesn't know it, but she was. So how did she do it? I said there must be something in the water, possibly. That's the wells of academic excellence that you earn. But there was something in her DNA that set her apart from many others who had also drunk the waters of Leipzig. So, as I said in the opening, and as is obvious when you look at her when she listens to music, she's a music and opera fan. But I'm not going to pick an opera to celebrate her and give you my insight in her qualities and skills. Tristan and Isolde would have been too easy, and there's so much love and so much pain and suffering. No. When I think of her, I think of Johann Sebastian Bach. And in particular, I think about the
well-tempered clavier. All right, a bit of German here again. Das wohltempierte Klavier. Now, why is that? Because it's a collection of preludes and fugues that has not only been inspirational, as she has inspired and continues to inspire and will inspire. The Clavier bien tempéré has actually inspired Haydn, Mozart, Beethoven, but it also captures Angela Merkel's approach, one that is always measured, methodical, well-tempered. She knows how to strike the right note, and she's especially skilled at playing what I would call the four Ds. Now, I'm not going to sing. Not the right key for me, anyway. The four Ds of diplomacy, diligence, determination, and duty. Now, I know the wonderful school teaches leadership, and everybody will have their leadership skills and methods and tips. And not everybody will have to play by the four Ds. But this is what I very much associate with Chancellor Merkel. Let me start with the first D, diplomacy. By that I mean Angela Merkel's relentless commitment to bringing people together. As she once put it, I seek cooperation rather than confrontation. That is always the starting point of Angela Merkel's leadership, especially on the global stage. Whether it is climate change, migration pressures, trade tensions, or concerns about data privacy, Angela Merkel understands well that we cannot play alone, that we have to cooperate, that we need to be part of a modern international orchestra. She understands that the multilateral system has been critical in helping millions, billions of people become healthier, wealthier, better educated. But she also understands the limitations and challenges. She knows that there is no single conductor, sorry to say that, with a magic button. Different peoples and cultures will play their own instrument, and there is more dissonance in the form of populism and nationalism, in part because not everyone has benefited from the current system. And that's where cooperation needs to be brought in. And that is why Angela Merkel has been working hard over so many years to build support for more cooperation, less confrontation, for a better multilateral system. And she deserves enormous credit for that. It may sometimes feel as she's playing solo. Let me eradicate that misconception. She's never playing solo. She's never alone. She brings the team. She includes people. She's not a loner. She's a team player, and we like her that way. That brings me to my second D, diligence, which informs her well-tempered diplomacy. What do I mean by that? I have seen the Chancellor many, many, many times over many years on many different areas, challenges and difficulties, in many rooms, many days and many nights. She is always, invariably, the best prepared person in the room. Whether you talk about climate change, now you might argue that this is easier for her, but talk about debt sustainability, talk about productivity factors. She knows it inside out. She has gone through it. She's parceled it in many pieces, brought it back together, and she knows her stuff. Her diligence actually goes way beyond that. She's not only interested in economic, social, political affairs. Try to quiz her on football. I wouldn't go there myself. And she is actually a big admirer of some football coaches. Jürgen Klinsmann is one that she admires, I know that, because, you know, of his logical approach into effortless performance. And of course, audiences around the world love what she does and how she looks when she cheers die Mannschaft when they score. You know, there was an English soccer coach, national coach, who actually characterized football as follows. Essentially, you have 22 men chasing a ball for 90 minutes, and at the end, the German wins.
although in fairness, I would say that German women are doing a little better than German men those days. But now let me move to my third D, which is, so diplomacy, diligence, determination. We all know that Angela Merkel has an extraordinary drive and staying power, an incredible inner strength that allows her to stay at the table and push the negotiations over the line. Her objective is always to reach that all-important compromise, which by definition is going to leave everyone a little bit frustrated and a little bit unhappy. And that spirit has helped her reshape our world, especially over the last decades, and with any leaders. In the early stages of the global financial crisis, Angela Merkel told the American President George W. Bush, I quote, "This international crisis requires an international response." And it was her unwavering determination, especially within the G20 group of nations, that helped the world find that response and prevent another Great Depression. And perhaps the biggest test of all came during the euro area sovereign debt crisis. Remember 2011, moving into 2012? Seemingly endless crisis negotiations and the constant whiplash of negative financial and political news. It was, in the words of Angela Merkel, I quote, "like being in a dark room, so dark that you couldn't see your hand in front of your face." I really felt that, as she did. And we know that Angela Merkel was working hard to bring the European orchestra together in this dark moment. In time, she helped galvanize joint efforts to provide unprecedented support to crisis-hit countries. Fiscal rules were strengthened and new vital institutions were created, like the European Stability Mechanism. And yet in all this, one thing is clear. Determination, diligence, well-tempered diplomacy would not have been enough to meet that kind of challenges. There was that missing link, that fourth D. Do you remember what it is? Well done. Duty. Every day, Angela Merkel is drawing strength from her deeply sense of duty, the final D. And I was hesitating between D and heart. You'll see why. For all her methodical work and rational thinking, Angela Merkel is guided by this sense of duty. Why? Because she knows that certain things are what she calls matters of the heart, those things that you just don't compromise about, that are driving your existence. You will find them, those drivers, those principles for yourself if you haven't yet already. For her, Europe is ultimately a matter of the heart. And so is her deeply held conviction that Germany's destiny lies in a prosperous and peaceful Europe, one that has learned the lessons from the horrors of the 20th century, one that is committed to diversity, to freedom, and to tolerance. For her, human dignity is a matter of the heart, and so are the big questions that come with human dignity, such as displacement, forced migration. How do we ensure that digital transformations benefits all people? How can we fight the existential threat of climate change? How do we preserve individual freedom and the digitalization of the economy? Angela Merkel is facing up these questions with an abiding sense of duty, with great humility and a profound optimism. As she once put it, "Let us not ask what is wrong or what has always been. Let us first ask what is possible and look for something that has never been done before." Over the past 30 years, Angela Merkel has embodied that spirit of courage and leadership by striking the right note, by writing her own well-tempered music. She has shown us that we, too, can step into a wide-open future and transform it. You cannot see through the veil of time, but I sincerely believe that the music of Angela Merkel's life will not only resonate with this generation, with these graduates, or even with Germany only, but with generations of people around the world. You will continue to inspire us. Thank you very much.
Lagarde. Thank you very much for your laudatio. And I think I can speak for many and all of in this room that this was really an inspiring laudatio that showed us a deeper insight into our Chancellor Angela Merkel and also showed how you deeply respect her and her doings. Thank you very much. We are getting to the awarding of the honorary doctorate. Magnificence, Spectabilis, professors, students and alumni, dear ladies and gentlemen, dear distinguished festive assembly, for this part I would like to ask the laudation speaker again to me to the stage and the Minister President, Mr. Kretschmer. Es ist gute Sitte und von unserer Hochschulsatzung auch vorgeschrieben, dass die Verleihung einer Ehrendoktorwürde immer auch mit einem Verlesen der eigentlichen Urkunde stattfindet. Und hierzu möchte ich Sie, Frau Bundeskanzlerin, sehr gerne auch auf die Bühne zu uns bitten, für die Entgegennahme unserer Ehrendoktorwürde. To adopt this honorary doctorate. Frau Dr. Merkel. Dr. Merkel. Die HHL Leipzig Graduate School of Management unter dem Rektorat von Professor Stubner der einstimmigen Entscheidung des Senats folgend die Uniform Decision of the Senate and confers upon you in recognition of your services, outstanding services, confers upon you the Doctorarum Economicarum Honoris Causa. Dr. Rehr Öck HC Dr. Rehr Öck HC of Leipzig, 31st of August 2019, signed by the Deputy Chairman of the Senate, Professor Georg, and Director and Chairman of the Senate, Professor Stubner. My congratulations. Yes, thank you. The Minister here. How are you doing? Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Michael Kretschmer, sehr geehrte Frau Lagarde, liebe Christine, sehr geehrter Professor Stubner, sehr geehrter Herr Professor Schirmer, liebe Absolventinnen und Absolventen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank, das ist ja ein ganz besonderer Tag, jeder spürt es in verschiedener Hinsicht und die Ehrendoktorwürde der renommierten Handelshochschule Leipzig entgegenzunehmen, ist für mich natürlich eine große Freude und Ehre. Dabei bin ich mir nicht ganz sicher, was mich mehr ehrt, die hohe Auszeichnung an sich oder die lobenden Worte, die Sie für mich gefunden haben, Herr Professor Stubner, und natürlich besonders Sie und besonders du, liebe Christine. Es waren bewegende Worte, für die ich mich ganz herzlich bedanke, und ich darf in Versprechen, ich werde mich jetzt nicht niedersetzen und daran weiterdenken, sondern ich werde daran weiterdenken und weiterarbeiten, denn es gibt noch viel zu tun. Ich wusste nicht, dass dieser Laudatio ein so wissenschaftlicher Prozess vorausgegangen ist und deshalb möchte ich mich auch bei den Gutachtern bedanken, dass sie auf unabhängige Art und Weise den ehrenwerten Senat dieser Hochschule überzeugen konnten, sodass der ganz undemokratisch auch noch zu einer einstimmigen Entscheidung gekommen ist. Wo hat man das heute schon? Das würde man gerne erfahren. Man would like to have this more. Und ich
Ich möchte mich natürlich bedanken, dass so passenderweise die Ouvertüre der Meistersinger hier gespielt wurde. Das gilt ja in vielfacher Hinsicht. Auf der einen Seite, ja, ich liebe die Musik von Richard Wagner. Und es ist Tristan und Isolde, was mich sehr bewegt. Ich glaube, wenn man über das Leben an sich nachdenkt, sollte man sich dem Ring zuwenden. Aber ich will ausdrücklich sagen, weil ich in diesem Sommer auch in Bayreuth gehört habe, die Meistersinger, die muss man sich mehr erarbeiten, als man denkt. Man denkt, es geht so um die Handwerker und so im Mittelalter. Aber die Sache ist doch etwas komplizierter. Und ich will dann doch nur sagen, einer der Rufe, der Chor singt, ist: Verachtet mir die Meister nicht. Und das passt nun wiederum auch zu dem Anlass, den wir heute hier haben, und die Graduiertenfeier, die Absolventinnen und Absolventen, die hier einen Abschluss gemacht haben, für die passt das nun ganz besonders. Es ging damals vor dem Handwerksmeister und sie haben eine akademische Ausbildung, aber nichtsdestotrotz: Verachtet mir die Meister nicht. Das ist etwas, was sie für sich jetzt in Anspruch nehmen können, dass sie Recht darauf haben, anerkannt zu sein, und deshalb möchte ich Ihnen allen ganz, ganz herzlich gratulieren und Ihnen alles, alles Gute wünschen. Sie können stolz sein auf den Abschluss an der Handelshochschule Leipzig. Und nun geht es richtig los für Sie. Es werden sich viele Türen in eine spannende Berufswelt eröffnen. Und durch welche Tür Sie auch immer treten werden, ich wünsche Ihnen, dass Sie sich die Neugier und die Offenheit bewahren, die Sie durch Ihr Studium getragen haben. Denn nur wer sich auf Neues einlässt, kann auch immer neue Chancen für sich entdecken. Und Sie sind natürlich Teil einer Gesellschaft, die sich immer wieder neu entdecken muss, um im globalen Innovationswettbewerb ein gewichtiges Wort mitzureden, müssen wir wandlungsfähig sein. Wir müssen eine Gesellschaft sein, in der wir uns mit Gegebenem nicht begnügen, sondern über den Tellerrand hinausblicken. Dazu brauchen wir Sie, die jungen Menschen. Denn Sie sind noch nicht festgelegt, Sie haben neue Ideen. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Zeit nach meinem Studium hier in Leipzig, wie frustrierend es auch sein kann, in das Korsett eines beruflichen Alltags eingeschnürt zu werden. Lassen Sie sich nicht zu schnell entmutigen, sondern seien Sie mutig. Die Älteren brauchen das, den Mut und die Kraft der Jugend. Das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Ich denke sehr gerne an meine Studienjahre in Leipzig zurück, obwohl die unter einem politischen System stattgefunden haben, das nun wirklich sehr bedrückend und bedrängend war. Als ich heute hier auf dem Platz stand und in die Oper reinging, da fiel mir wieder ein, wie ein früherer wichtiger Mensch in der DDR, die aus dieser Oper kam, auf eine Kirche guckte, die Universitätskirche, und beschied: Diese Kirche muss weg, wenn ich das nächste Mal in Leipzig sein will. Ich möchte nicht, dass eine Kirche in der Nähe einer Universität steht. Dass heute wieder eine neu erbaute Kirche dort steht, ist ein unglaubliches Glück, und deshalb ist Leipzig auch in altem und neuem Glanz wieder erstrahlt. Die Studienzeit war für mich wie für jeden natürlich prägend. Ich kam aus ländlichen Gebieten der Uckermark, nördlich von Berlin, aus einem behüteten und tollen Elternhaus, aber es war beschaulich und die Erfahrung einer Großstadt war wunderbar. Es war nicht einfach, sich in die physikalische Materie einzuarbeiten. Aber es war eine unglaubliche Begegnung hier auch zum Beispiel mit dem Thomanerchor und vielen anderen in Leipzig. Es hat Spaß gemacht, in eine diskussionsfreudige Forschungslandschaft hineinzutauchen, und das große Hochhausgebäude, das Sie hier gegenüber sehen, das heute dem MDR zugeordnet ist, da habe ich Löten und meine Praktika machen müssen, und ich war nie, bin noch theoretische Physikerin geworden, ich hatte nie so zwei rechte Hände, naja, aber ich habe es irgendwie geschafft. Und, meine Damen und Herren, damals war es so, ich habe mich wahrscheinlich auch für das Physikstudium ganz wesentlich entschieden, weil die DDR natürlich vieles verbiegen konnte, aber die Naturwissenschaften nicht. Die Erdanziehungskraft galt auch bei uns, und insofern war man auf sicherem Terrain, mit Ausnahmen. Mit
Ausnahme der vielen Marxismuskurse, die man belegen musste, aber das ist ein anderes Kapitel. Und das Interessante damals für mich war, und das hat sich später auch bewahrheitet, man wollte einerseits natürlich lebendige Forscher, die möglichst auch in westlichen Journalen publizieren konnten, die erfolgreich waren. Das heißt also, während seiner Berufstätigkeit sollten wir alle frei denken. Und wenn wir dann die Universität oder die Akademie der Wissenschaften verließen, dann sollten wir plötzlich aufhören zu denken und dem Staat dankbar sein und uns nicht mehr über Freiheit und Demokratie Gedanken machen. Und das beides ging hinreichend schlecht zusammen. Und irgendwann hat es sich überlebt, der repressive Staat war zum Scheitern verurteilt und deshalb war das natürlich vor 30 Jahren eine besondere Zeit. Ich komme noch einmal darauf zurück. Aber zu sozialistischen Zeiten war auch in Leipzig jenseits des wissenschaftlichen Betriebs vieles darauf bedacht, dass man sich doch ein paar Freiräume erhielt zum Denken. Es war immer ein Hauch von Freiheit in dieser Stadt zu spüren. Das hatte vielleicht auch mit der Handels- und Messetradition zu tun. Leipzig war immer schon ein Ort, an dem sich viele Menschen, gerade damals auch aus der alten Bundesrepublik oder aus anderen westlichen Ländern, begegnet sind, Geschäfte gemacht haben, ins Gespräch gekommen sind. Und aus dem damaligen Hauch von Freiheit ist dann ein frischer Wind geworden. Und auch heute zählt Leipzig zu den dynamischsten Großstädten in Europa. Leipzig macht als sogenannte Schwarmstadt von sich reden. Junge Leute wollen hierher und der Bevölkerungswachstum hier spricht deutliche Sprache. Leipzig ist eine Stadt der Möglichkeiten. Die Unternehmenslandschaft hat sich seit 1990 grundlegend erneuert. Die Wirtschaftskraft der Region Leipzig erreicht heute, und ich sage es aus gegebenem Anlass, weil Christine Lagarde als französische Bürgerin dabei ist, fast das Niveau der Region Rhône-Alpes. Und das ist immerhin die wirtschaftlich zweitstärkste Region Frankreichs. Das heißt, die Region Leipzig kann auf das Erreichte wirklich stolz sein. Und die Handelshochschule Leipzig trägt kräftig zu dieser wirtschaftlichen Entwicklung bei. Sie steht ja nicht nur für exzellente Ausbildung, sondern sie ist ein bundesweiter Leuchtturm im Hinblick auf Unternehmensgründungen aus der Hochschule heraus. Und deshalb ist der Ruf dieser Hochschule auch so gut. Sie zieht Studierende aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt an. Über ein Drittel der Absolventinnen und Absolventen kommt aus dem Ausland. Und ich habe eine Bitte: Entweder Sie bleiben hier und helfen uns, dass wir noch stärker werden. Aber wenn Sie nach Hause gehen, bleiben Sie Botschafter. Deutschland, Sachsen, Leipzig, hier, wir nehmen Sie immer gerne wieder bei uns als Gast auf und sagen einfach, lassen Sie Ihr Studium hier ein völkerverbindendes Zeichen sein. Die HHL ist ein wunderbares Beispiel für Weltoffenheit in Deutschland. Nach den USA, Großbritannien und Australien zählt Deutschland weltweit zu den beliebtesten Ländern für einen Studienaufenthalt. Wir haben natürlich diese Sprachbarriere, aber unter den nicht-englischsprachigen Gastländern rangieren wir ganz oben auf der Liste. Und daran haben viele Anteil, und die Handelshochschule Leipzig gehört zweifellos dazu, und ich möchte allen Lehrkräften an dieser Hochschule ganz herzlich dafür danken. Und exemplarisch möchte ich das Leipziger Führungsmodell noch einmal hier auch erwähnen, das hier entwickelt wurde und auf ein erweitertes Führungsverständnis abstellt. Es begnügt sich eben gerade nicht mit einer verengten Sichtweise, zum Beispiel auf den Shareholder Value. Und ich glaube, es ist von nicht zu unterschätzendem Wert, dass Sie ausdrücklich sich dies zum Markenzeichen gemacht haben. Denn seien wir ehrlich, die soziale Marktwirtschaft, so wie sie Deutschland groß gemacht hat, so wie sie das Wirtschaftswunder in der alten Bundesrepublik möglich gemacht hat, diese soziale Marktwirtschaft ist angesichts der globalen Gegebenheiten unter Druck. Sie muss neu definiert werden. Ihre Prinzipien sind richtig, aber ihre Gegebenheiten müssen neu ausgearbeitet werden. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass in Ihrem Führungsmodell etwas eine Konstante ist, das uns auch in den letzten Jahrzehnten
Menschen stark gemacht hat. Es muss das Menschenbild, das Bild der Würde des einzelnen Menschen erhalten bleiben, wenn man als Führungskraft tätig sein will und dass sie auf Führungspersönlichkeiten abstellen. Die, um sich in einem Umfeld zurechtzufinden, das sich rasch verändert, eine Art inneren Kompass haben müssen. Calibrated to being guided by superior and universal values that help them to find their way in a visually changing world. Werteorientierte Führung bedeutet nicht, ohne Rücksicht auf andere, sich selbst gesteckte Ziele und eigene Interessen zu verfolgen, sondern es bedeutet, ein größeres Ganzes in den Blick zu nehmen. Das Wohl des Unternehmens, der Mitarbeiter, Kunden und der Gesellschaft. Und wenn ich das hinzufügen darf, das nicht nur zu einem Zeitpunkt, nämlich morgen, sondern über eine längere Strecke. Wir alle müssen nachhaltig denken. Wir alle müssen daran denken, dass etwas immer sich über eine längere Zeit entwickelt. Und deshalb ist es so wichtig und richtig, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte auch heute über ihren Betrieb und die Belegschaft hinaus Verantwortung tragen. Sie stehen natürlich nicht selten in der Öffentlichkeit und das wird Ihnen auch passieren. Sie sollten sich deshalb immer bewusst sein, dass das eigene Verhalten das Bild von ganz vielen Menschen mitprägen kann, dass sie sich vom Unternehmertum machen und dass sie sich von der sozialen Marktwirtschaft machen. Und dieses Bild hat gelitten, insbesondere während der internationalen Finanzmarktkrise und Wirtschaftskrise vor rund 10 Jahren. Und das Vertrauen ist noch nicht wieder vollhergestellt. Und deshalb wird es Ihre Generation sein, die beweisen muss, ob es wieder zu solchen Entwicklungen kommt oder ob es gelingen kann, dass man dann auch wirklich in eine soziale Marktwirtschaft im umfassenden Sinne kommt. Und deshalb liegt vor Ihnen weit mehr als vor der vielleicht kommenden Management- oder Unternehmensaufgabe die Aufgabe, wirklich auch gesellschaftlich positiv Menschen zu beeinflussen. Inwieweit die gesellschaftliche Vorbildrolle als Unternehmer ausgefüllt wird, hat also eine immense gesamtgesellschaftliche und politische Dimension. Und dazu gehört zweierlei: dass die Gesellschaft den Unternehmer und die Unternehmerin anerkennt, den Führungskräften etwas zutraut, aber es gehört genauso dazu, dass auch sie die gesamtgesellschaftliche Verantwortung spüren. Deshalb ist Führung nicht als Selbstzweck zu verstehen, sondern als Mittel zum Zweck, der auch anderen und nicht allein dem Führungspersonal hat. Und Führung in diesem Sinne setzt die Fähigkeit voraus, verschiedene Überzeugungen und Interessen wahrzunehmen, aufzugreifen und dann auch immer einen Raum zu finden, in dem noch Ausgleich und Kompromissfindung möglich sind. Das heißt, Führung kann nur dann gut ausgeübt werden, wenn sie immer wieder auch neugierig sind auf die Meinung anderer. Und ich sage ausdrücklich aller in einem Unternehmen und nicht nur derer, im Senat oder in der Führung sitzen, sondern alle, die zum Wohle des Unternehmens beitragen. Und dieser Raum für Kompromissfindung, der ist heute oft gar nicht mehr so gut vorhanden. Den muss man sich oft erst erarbeiten, weil die Ambiguität, wie man so schön sagt, heute nicht so geschätzt wird. Man möchte sozusagen glasklare Positionen. Da wir aber alle nun unterschiedlich vom Herrgott geschaffen sind und unterschiedliche Persönlichkeiten sind, wachen wir ja nicht morgens mit der gleichen Meinung und Überzeugung auf. Und deshalb muss es immer wieder gelingen, die vielen verschiedenen Meinungen in diesem Raum der Kompromisse zusammenzuführen. Und deshalb, neben dem Wort verachtet mir die Meister nicht von Richard Wagner, würde ich das Wort setzen, verachtet mir den Kompromiss nicht. Ohne den Kompromiss kann die Gesellschaft nicht zusammenhalten. Und im Übrigen ordnet sich diese dienende Funktion von Führung genau ein in unser humanistisches Weltbild, das auf dem Respekt gegenüber den Mitmenschen beruht. Und es ist sozusagen die europäische Tradition. Seit 1789 können wir heute sagen, seit der Französischen Revolution, die etwas im Menschenbild total verändert hat, die uns einzigartig macht. Und dies weiterzuentwickeln im 21. Jahrhundert wird ihre Aufgabe sein.
Und in dem Zusammenhang berührt es mich natürlich sehr, aber spornt mich auch an, dass gerade für das Führungsverständnis auch diese Verleihung der Ehrendoktor wurde mir gegeben wurde. Das ist etwas, was mich auch immer wieder dazu veranlassen wird, zu suchen nach diesen Räumen der Kompromisse. Und deshalb möchte ich Sie nur bitten, lassen Sie sich auch weiter von Ihrer, bei Ihrer Hochschule, jedenfalls würde ich mir das als Ihre Ehrendoktorin jetzt wünschen. Ich habe ja jetzt auch Möglichkeiten, mich hier zu äußern. Also würde ich sagen, bleiben Sie dabei und unterstützen Sie dieses Führung. Ich sage sowieso, das habe ich, glaube ich, Ihnen noch gar nicht gesagt, alle Universitäten, die mir einen Ehrendoktor gegeben haben oder Hochschulen, werden sowieso noch von mir hören, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin. Ich komme wieder. Und ich komme auch länger und verlasse Sie nicht gleich wie eben wie heute gleich danach, sondern werde dann auch etwas länger bleiben. Ja, ich glaube, das eben skizzierte Führungsverständnis lässt sich auf alle Lebens- und Arbeitsbereiche übertragen, ob im Unternehmen oder in der Gesellschaft. Ich muss noch einmal zurückkommen auf die 70 Jahre unseres Grundgesetzes. In dem Artikel 1 heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das heißt eben auch, der Staat ist für die Menschen da und unsere Verfassung erteilt mit ihren Freiheitsrechten eine Absage gleichzeitig an die Allzuständigkeit von Politik und Staat. Was allerdings dann, und darüber diskutieren wir zurzeit auch sehr viel, auch den einzelnen Bürgern wieder in eine Verantwortung bringt. Und daran erinnert uns das 70. Jahr des Grundgesetzes, aber eben auch das 30. Jahr des Mauerfalls. Und Leipzig war die Stadt, wo die Montagsdemonstrationen stattfanden. Es waren mutige Frauen und Männer, die ein starkes Zeichen gegen staatliche Willkür und Bevormundung setzten und damit letztlich die Mauer zu Fall brachten. Und wenn wir uns an den Mauerfall erinnern, dann sollten wir auch daran denken, was danach kam. An die vielen Veränderungen und vor allem die Leistung in den letzten drei Jahrzehnten. Das Ende der DDR, und viele, die jünger sind, können sich das ja nur noch nachlesen, bedeutete eben für viele Menschen eine Zäsur in ihrer Biografie. In meiner Biografie war es die Zäsur von der Wissenschaftlerin an der Akademie der Wissenschaften der DDR hinein in die Abenteuer der Politik. Für viele war es aber auch eine Zäsur, die ihnen nicht solche Möglichkeiten eröffnete. Ich sage immer, der DDR haben über 12% der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet. Mit dem Tag der Wirtschafts- und Währungsunion konnten es nur noch 1,5% sein. Das heißt, ein großer Teil der Bevölkerung war vor völlig neue Situationen gestellt und nicht jedem konnte es gelingen, dann wieder einen Anknüpfungspunkt zu finden. Es hing auch unglaublich vom Lebensalter ab, von den Chancen ab. Und viele hätten sich gerne mehr eingebracht in diesen Wandel. Und auch darüber müssen wir auch weiter sprechen, denn das sind Biografien, in denen auch Dinge passiert sind, die sich Menschen anders gewünscht hätten. Und sich in einem völlig veränderten Lebensumfeld neu zu orientieren, gefiel ja auch gewiss nicht jedem leicht. Wenn Sie in einem Staat leben, der für Sie alles scheinbar regelt, nur leider ökonomisch dabei immer schwächer wird, dann ist es natürlich gar nicht so einfach, im Alter von 30, 40, 50 Jahren in eine freiheitliche Situation zu kommen, genau zu wissen, was die Kinder lernen sollen, wie man sich das alles macht, welche Versicherungen man abschließt. Das heißt, Freiheit war auch eine Aufgabe, in ihr zu leben. Und deshalb finde ich nach wie vor, müssen wir zwischen Ost und West, bei allem, was wir geschafft haben, diese biografischen Leistungen noch besser miteinander austauschen, um ein wirkliches Verständnis für die Zukunft zu bekommen. Und da bin ich dabei, wir sollten uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Aber das eigentlich Spannende, weil es ja um unser Leben geht, ob es in Sachsen ist, in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, wo ich herkomme, in Bayern, in Rheinland-Pfalz oder sonst wo. Unser eigentliches Leben sollte auf die Zukunft ausgerichtet sein. Auf die Frage, was wird aus unseren Kindern und Enkeln in einer Welt, die sich massiv ändert und die nicht jeden Tag fragt, was sind für Ungerechtigkeiten vielleicht im Zuge der deutschen Einheit passiert, sondern die auf Deutschland schaut und sagt, ihr habt es gut gemacht und so wie ihr wollen wir es auch gut machen. Das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen. Sie haben da
for us, if you like, to what we've achieved through unification. You have now been given the instruments, you've been given the professional and educational background to seize these opportunities, and now you have also the task and the mission to actually build this into your future. I know this is a day of a festive day, a day of celebration. Maybe you think, oh God, now she's going to bang on again, she's so strict. But there's this other saying, there's no free lunch in this world. I've experienced this, and now you experience this. So no graduation without admonitions. Ich sage Ihnen noch einmal einen herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute auf Ihrer weiteren Lebensbahn. Der Universität ganz herzlichen Dank. Seien Sie weiter so gute Lehrkräfte. Continue to be such dedicated staff, and thank you for allowing me to be here today and be welcome and be part of this university. Nun, als Rektor der Handelshochschule Leipzig, as a rector of Handelshochschule Leipzig, I may talk to our honorary doctor now. I would like to thank you so much for this inspiring speech. I'm sure that in the aftermath of this today, we'll discuss a lot about this. We have our graduation ball tonight. I'm also looking forward very specially to that. Unfortunately, you cannot be here anymore for the rest. Before we start our final piece of music, I would like to bid you farewell very cordially. I would like to thank you very much for being here. Madame Lagarde, thank you very much for being with us today. Dear Minister President Kretschmer, thank you so much as well. And I wish to all of you a very nice end of the day, rest of the day. I'm inviting you for a reception after the music, and I'm looking forward to meeting you afterwards and maybe tonight as well at the ball of this graduation. Thank you so much.